Hallo ihr Lieben, willkommen in der neuen Woche. Es ist Samstag bei mir und den Anfang vom Tag habt ihr schon letzte Woche gesehen. Verrückt. Ich hatte eine lange To-Do-Liste für heute Morgen, aber alles schon fertig. Das heißt, ich kann mich jetzt noch ein bisschen an Aufgaben setzen für Uni. Und die jetzt machen und dann essen. Und dann ist es auch schon fast so weit, dass ich nach Leipzig fahre. Ich wasche auch schon wieder lustig, dass ich immer bei meinen Freundinnen, die aber in anderen Städten wohnen, wasche und nicht einfach hier bei irgendeiner Freundin, aber wie auch immer, habe ich gleich einen Koffer dabei und alrighty. Und I'm excited and I just can't hide it. Let's do this. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal in Leipzig war. Könnte man wahrscheinlich über die Vlogs nachvollziehen, aber ich glaube, es war im September oder so. Ihr könnt sich ja euch denken, dass das eine krasse, irgendwie krass für mich ist. Ich freue mich total, weil ich das jetzt, ich verbinde es jetzt nicht mit meinem Ex-Freund, irgendwie natürlich schon, aber auch mit, ich freue mich jetzt einfach nur auf Rebecca. So, das sie ist alles für mich. Und sonst habe ich immer noch, während ich bei ihr war, gedacht, er ist in derselben Stadt. Ich will zu ihm, so nach dem Motto. Aber es ist schön, fokussiert zu sein. Ich freue mich dann aber auch schon wieder hier zu sein. Es ist schön, sich auf alles zu freuen. Ich mache jetzt los. Es ist jetzt fast zu weit. Es ist jetzt 13:20 Uhr. Und ich filme den Rest der Zeit auf meinem Handy. Also sehen wir uns von da aus. Sehen wir uns in Leipzig wieder. Oder auf dem Weg dahin. Wie auch immer. Mua. Na ihr Lieben, jetzt habe ich mich die ganze Zeit nicht richtig gemeldet. Rebecca ist jetzt kurz zu einer kleinen Probe gegangen. Die hat nämlich heute noch so eine Art Performance und da gehen wir dann auch hin. Wir haben ein straffes Programm, jeden Abend was los. Wir saßen uns einfach ganz lange in der Küche und haben geredet. Ich freue mich total hier zu sein. Es war wunderschön hier anzukommen. Und Leipzig ist einfach wunderschön. Jede Stadt ist auch schön an der Sonne. Jetzt sitze ich hier. Ich schlafe in dem Raum von ihrer Mitbewohnerin und ich sitze hier unter der Decke an der Heizung und mache ein bisschen Uni, lese. Und das ist ganz gut. Ich bin echt zufrieden mit mir, wie ich alles abhake. Aber ich habe auch keine Wahl. Also ihr braucht nicht stolz auf mich sein. Ich habe einfach keine Wahl, weil ich es machen muss. Und ist okay. Ich lasse es nicht alles bis zum allerletzten Drücker. I'm on top of my game. Rebsi und ich starten jetzt zu der Vernissage. Ich hoffe, ich halte durch. Da war also Linke zwischen der Ampel und dem ersten Auto, weil... Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist 9:30 Uhr. Ich bin circa gegen 8 oder so aufgewacht, lag da ein bisschen rum. Jetzt habe ich mich fertig gemacht und lese ein bisschen für Litwi. Ja, und warte, bis die anderen wach sind und dann frühstücken wir zusammen. Ich merke gerade, dass ich mich heute noch gar nicht wieder gemeldet habe. Ich hatte gestern eine gefragt, ob sie Fotos von mir machen kann, da ich ja jetzt in Leipzig bin. Und es sieht so krass aus, aber es ist wirklich nicht mehr krass. Es ist bloß noch ein bisschen gerötet. Jedenfalls war ich vor uns mit ihr Fotos machen. Bin sehr gespannt auf die Ergebnisse. Vielleicht habt ihr dann, wenn ihr den Vlog seht, schon welche davon gesehen. Jetzt sitze ich bei Rebecca in der Küche und schaue gerade eine Doku. Sie ist schon los. Heute ist ja die Premiere von dem Stück. Und ich gehe dann später dahin, aber vorher gehe ich noch was essen. Irgendwie einen Falafelteller oder so. Ja, darauf freue ich mich. Und sonst gibt es nichts weiter zu berichten erstmal. Ich war heute Morgen schon so produktiv und jetzt habe ich irgendwie keine Lust mehr, produktiv zu sein, aber ich habe gleichzeitig Langeweile und irgendwie voll Appetit, aber wenn ich jetzt, weil wir halt kein Mittag gegessen haben, wenn ich jetzt schon losgehe, macht es keinen Sinn. Ich gehe dann erst so 18:45 Uhr los und hole mir dann irgendeinen, habe ich ja schon erzählt. Deswegen liege ich jetzt im Bett und schlafe, glaube ich, eine Runde, weil heute wird ja nochmal eine lange Nacht. Schaut euch das an, People. Ich durfte mir das von Rebecca ausleihen, weil
ich habe ja nur meine Sachen mit und ich meinte, riechen die dann nach Rauch, wenn wir in diesem Club sind? Sie so, ja. Deswegen lässt sie mich das anziehen, weil ich ja keine Waschmaschine zu Hause habe. Rebecca hat eh so schöne Sachen. Und drüber ziehe ich jetzt noch so einen kleinen Samtpullover. Dann mache ich mir noch meine Lippen rot. Meine Augen sehen auch gerade richtig tränig aus, weil ich gerade ein bisschen Nickerchen gemacht habe. Aber I like. Und dann geht's los. Die Fotografin hat mir gerade die Bilder geschickt per E-Mail. Die schaue ich mir jetzt auch gleich an. Schon wieder aus dem Bad von Rebecca. Die anderen beiden schlafen noch. Es ist gegen 8:45. Ich mache jetzt los, zurück nach Erfurt. Ich freue mich ganz doll, aber es war auch sehr schön hier. Und so beginnt die neue Woche. Leute, I'm back. Jetzt wird erstmal ein Tee gemacht, dann die ganze Wohnung geputzt und dann wird es hoffentlich hier warm. Ich habe gerade erst mal alle Heizungen angemacht. Es ist so kalt hier. Also sind wir gewöhnt. Ich hoffe, das geht schnell mit dem Hochheizen. Die Fahrt war super. Ich habe auch sofort meine Bahn bekommen. In nicht mal einer Stunde vom Hauptbahnhof in Leipzig bis zu mir nach Hause. Crazy. Wo ist das, ne? Pinke Lippen heute mal. So, ihr Lieben, ich hatte jetzt eine sehr produktive Zeit. Habe schon Mittag gegessen. Habe gerade mein Video für Mittwoch gefilmt. Das Video über eine nachhaltige Küche. Ich hoffe, das kommt relativ gut an und ihr denkt nicht, ihr müsst das so machen, wie ich das mache. Das war nämlich beim nachhaltigen Kleiderschrank so ein bisschen das Problem. Ich zeige nur, wie ich das mache. Punkt. ja, und vor allen Dingen hoffe, ihr habt den Rabattcode wahrgenommen. Das ist nämlich eine super Sache. Influencer sein ist schon geil. Ich sage ja zu richtig vielen, ich weiß nicht, ob ich mit euch da schon mal gesprochen habe, zu richtig vielen Sachen auch nein. Manchmal schreiben mir so geile irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel vegane Kosmetikmarken und ich sag halt nein zu denen, weil es nicht Zero Waste ist. Also ich bin da schon kritisch, aber Etepetete hat mich angeschrieben und an denen geht es jetzt wirklich nichts auszusetzen. Ich finde das richtig geil und ich bekomme 2 Boxen von denen. Also Influencer sein lohnt sich schon, aber ich mache das, ist ja auch noch für eine gute Sache. Das sind tolle Dinge, die schön sind auszuprobieren und die propagiere ich natürlich gerne auf meinem Kanal. Jetzt habe ich noch eine halbe Stunde Zeit, bevor ich los muss und nutze die Zeit, um das Video schon mal loszuschneiden. Und dann kann ich auch endlich, ich hatte jetzt die ganze Zeit diese Box hier stehen und mit dem Essen und ich hatte so Bock auf das, was da drin war und jetzt kann ich es endlich schnabulieren. Geil. Oh, die Sonne scheint und das ist so schön. Ich mache jetzt los, liebe Freunde. Bis später. Es ist nur ein Seminar, dann komme ich wieder her. Guys, I'm back. Ich habe immer so ein richtiges Dummheitsgefühl bei diesem Seminar, weil es einfach so um Ablesen von Statistiken und Tabellen und so geht. Mit so einem Programm und ich verstehe schon ein bisschen was, aber nicht eigentlich alles und es ist wie, oh, es ist wieder meine Art von Lieblingslicht, das ich jetzt schon 1000 Mal fotografiert habe. Oh. Ja, jetzt bin ich zu Hause, esse eine Orange und vielleicht noch einen Apfel und schaue den Rest von zwischendurch drehen und trinke einen Tee. Also komme ich an. Und es ist warm, Leute. Die Heizungen gehen. Mister, hallo. Ich habe die ganze Zeit irgendwie mega Appetit, jetzt schon seit einer Weile, einfach auf Essen und auf salziges Essen. Deswegen, es ist jetzt noch nicht mal 8, es ist jetzt 17:30 Uhr. Aber ich mache mir gerade schon Sommerrollen und die esse ich jetzt wie so eine Vorspeise, weil ich ja dann 19 Uhr dieses Interview-Ding habe und dann weiß ich nicht, wann ich wieder zu Hause bin. Das
Deswegen ist es jetzt wie ein kleiner Snack, eine kleine Vorspeise und mal sehen, was ich dann heute Abend noch zaubere. Hi, ich bin's. Wow, ich war gestern bei diesem Interview und dann habe ich dieses starke Bedürfnis gehabt, zu meinem Freund zu gehen, weil wir uns ja das ganze Wochenende nicht gesehen hatten. Und dann habe ich sogar da übernachtet, ohne dass ich irgendwas mit hatte. Aber ich habe jetzt meine Zahnbürste und alles fein. Jetzt ist es 11.05 Uhr. Ich mache so eine halbe Stunde schon wieder los, bin gerade erst gekommen, habe mich umgezogen. Oh mein Gott, Leute, ich habe heute eine andere Hose an. Passt auf, ihr kennt die Hose. Aber es war lustig. In Leipzig, immer wenn man mal was anderes macht, bekommt man auch wieder andere Inspirationen. Ja, diese Hose ist es heute. Und da stand eine auf der Bühne und hat gesungen und sie hatte auch so eine Musterhose an. Ähnliche Farben, mit sich dieselbe. Aber halt einfach so ein Pulli drüber und ich habe mir gedacht, ich könnte eigentlich auch mal diese Hose anziehen. Warum ich das nicht eher mal gemacht habe, ist echt cool. Ich glaube, es war, weil ich irgendwie den Po nicht so mochte, aber bäm, weg. Und der Po ist trotzdem gut. Naja, also wieder eine Hose entdeckt. Immer mal den Kleiderschrank neu entdecken. Ja, das Interview war mega gut gestern. War richtig interessant, was er alles erzählt hat. Und ich liebe das Klärchen und das Konzept von diesem kleinen Laden. Eben, das ist so ein kleiner Obst- und Gemüseladen. Unverpacktladen deklariert er sich gar nicht. Da gibt es auch Wurst und Käse und alles. Es ist wie so ein kleiner Emma-Laden einfach. Davon müsste es viel mehr geben und weniger Aldi und Netto. Schade, schade, schade. Naja, jetzt weiß ich nicht. Gestern, das ist mega gut angekommen, mein Video zu dem Incognito-Projekt. Fun Fact, als ich dieses Video gedreht habe, das Intro, habe ich immer Incognito gesagt, weil ich das die ganze Zeit im Kopf hatte, dass das Projekt Incognito heißt. Aber es heißt Incognito. Und ich freue mich auf die Leute von euch, mit denen ich dann zusammenarbeite. Und ich bin so guter Dinge, morgen ist auch schon wieder frei. Ich habe heute nur ein Seminar, dann gehe ich essen. Ich muss noch mal meinem Chef hinterher rennen, wegen meinem restlichen Gehalt. Ja, also life is good. Jetzt muss ich erstmal mein Handy noch ein bisschen laden. Oh, ich war fett einkaufen, Leute. Ich habe gar nicht, glaube ich, von uns mehr Tschüss gesagt, weil ich dann so im Stress war. Es war sehr gut. Ich habe sogar mitgeredet, weil die anderen nicht geredet haben. Und ich habe ja auch noch einiges Zeug, aber Tomaten habe ich zum Beispiel nicht mehr. Und ich hatte mal wieder voll Lust auf Müsli. Leute, die mich schon sehr lange verfolgen, wissen, dass ich früher mal Schokomüsli geliebt habe. Ich habe mir jetzt das gekauft und ich werde das nicht vegan. Wie dumm ist es mir dann in der Bahn aufgefallen, dass ich hier gar nicht drauf geachtet habe, ob es vegan ist. Seht ihr, sowas passiert manchmal. Ich esse es jetzt trotzdem, obviously, aber ich kaufe es mir natürlich nicht nochmal. Aber wenigstens war es in Papier eingepackt. Wenigstens größter Teil der Zutaten ist Zartbitterschokolade. Wie dumm von mir. Es wurde wieder so ein Paket von der Postfiliale gebracht. Das kann ich erst morgen abholen. Ich weiß aber, glaube ich, was es ist. Es ist ein Paket von Ocker und Rot mit neuen Slip-Einlagen. Und das kommt genau richtig, weil ich kriege dieses Wochenende meine Tage, falls ihr es wolltet. Ich finde, meine Haare fallen heute so cool, wellig. Aber sieht so aus gegen die Sonne. Anyway, ich mache jetzt ein bisschen mit Chilligen. Hake vieles ab, muss ein paar Republika-Bewerbungen lesen. Und sonst für die Uni gibt es eigentlich nichts zu tun. Ihr könnt schon mal vorausschauend was lesen. Aber mal sehen. Eigentlich sagt man immer, oh, es wird zu schnell dunkel und so, aber ich sitze halt hier hinten an meinem wunderschönen Schreibtisch. Der restliche Licht von meiner Wohnung ist noch nicht an. Und es ist einfach so gemütlich und ich sitze da und ich bin produktiv. Jetzt ist aber 17 Uhr und ich denke mir, reicht für heute. Und lass mich mal kurz alle Lichtquellen anschalten.
Mein lieber Freund hat die Zeit abonniert und hat die irgendwie zweimal bekommen und hat mir eine mitgebracht. Und ich setze mich jetzt wie so ein ganz erwachsener Mensch hin und lese Zeitung, trinke einen Tee und esse einen Apfel. Ich habe mein Leben im Griff. Ich mache jetzt, es ist so 18.10 Uhr, meine Suppe für heute Abend. Und zwar gibt es eine Süßkartoffel-Kartoffel-Möhrensuppe, weil ich so viele Möhren habe. Mit Kokosmilch und Gemüsebrühe. Und nebenbei schaue ich zwischen Tür und Tränen und mache es mir gemütlich. Aber schaut mal, wie geil viel Obst ich habe. Life is good. Total so krass Hunger immer. Also was heißt zur Zeit? Ging jetzt vor ein paar Tagen los, dass ich die ganze Zeit nicht Hunger. Hunger ist ein falsches Wort. Appetit, ich will essen. Essen ist Essen. Und es ist auch alright und es ist auch Winter und wahrscheinlich irgendwie normal, aber das ist. Ich habe gerade Suppe gegessen, Nudeln gegessen, den Rest Nudeln. Dann ganz viele Oliven gegessen, Schokolade gegessen und jetzt gerade noch Müsli gegessen. So eine kleine Schale, einfach weil ich Appetit habe. Und das ist. Alright. Ich mache immer so Phasen durch. Es gibt Phasen, da esse ich richtig gesund und wenig auch, also von der Menge her. Und mir geht's gut und ich fühle mich leicht. Und dann gibt es Phasen, gestern war mir richtig. Ich konnte nicht mehr atmen, so voll war mein Bauch. Und ich glaube, das liegt im Moment vielleicht daran, dass ich keinen Smoothies zum Frühstück trinke. Also, dass ich mein Frühstück meistens schon nicht das Gelbe vom Eis. Weil, ich mache mir übrigens gerade einen schwarzen Tee. Weil mein Smoothie-Mixer ja kaputt ist. Und ich gehe morgen mal zum WMF und frage die, oder schaue mir den Mixer an dort vor Ort, wie der zusammengebaut ist. Ich verstehe es nicht, was ich falsch mache. Trinke ich erstmal einen grünen Tee. Bittere Sachen sollen dabei helfen, nicht so viel Appetit zu haben, aber who knows. Es ist jetzt noch nicht mal 20 Uhr, glaube ich. Ich habe keine Uhr. Und ich glaube, ich lese noch ein bisschen. Mein Leben ist wieder komplett. Oh mein Gott, Leute, ich habe den Smoothie-Mixer repariert bekommen. Oh, ich bin die ganze Zeit falsch. Ist ja auch egal, wie es am letztendlich ging. Man muss das anders einstecken und dieser komische Gummi ist hier. So, folgende Sache. Ich hatte gesagt, er riecht muffig. Ihr habt mir gute Tipps gegeben, nämlich zum Beispiel, dass ein bisschen Wasser reintun und ein bisschen Spülmittel. Und dann einmal durchlaufen lassen. Und das ist eine super Idee, wenn man lässt sich nicht alles über. Das mache ich immer. Das passiert mir auch jeden Morgen buchstäblich, dass ich das nicht fest genug zudrehe. Oder jetzt stimmt irgendwas mit der Dämmung nicht. Ein Glück habe ich wenigstens Badeschlappen an. Ich sitze gerade hier mit meinem Tee und meiner Zeitung und denke mir so, bin ich im Fokus? Das denke ich mir auch, ob ich im Fokus bin. Ich hole mich ein bisschen näher. Und denke mir so, krass, ich lebe eigentlich so
Mein Traum, ich bin so genau die Person, die ich sein will. Ich sitze in meiner warmen Wohnung mit eigenem Gewissen an, analog. Ich trinke einen leckeren Tee, es ist abends, ich habe Zeit, ich habe nicht viel Stress, ich habe zwar Aufgaben, aber bin gut im Zeitmanagement. Und es ist so verrückt eigentlich. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, haben sich alle meine Träume verwirklicht und mehr. Und das ist schön zu sehen. Und das ist immer so geschehen. Wie sage ich das? Ich glaube, einen großen Einfluss darauf hat einfach, wie ich denke bei solchen Sachen. Ich glaube, viele meiner Freunde sind genervt von meiner dauerpositiven Einstellung und das Glas ist immer halb voll und alles ist immer Friede, Freude, Eierkuchen. Aber hätte ich an mir gezweifelt, wäre ich nicht hier, wo ich jetzt bin. Und ich glaube immer so fest an alles und ich glaube, dass ich mit 25 heirate und ich glaube, dass ich irgendwann in Berlin wohne, in einer schönen Altbauwohnung. Ich glaube so fest daran. Und es passiert immer nicht genauso, wie ich mir das denke, sondern es wird noch besser. Am Ende heirate ich mit 23 und wohne nicht in einer Altbauwohnung in Berlin, sondern in einem Loft in Dresden, wo meine ganze Familie ist. Wisst ihr, was ich meine? Und ich weiß nicht, was ich mit dieser Sequenz sagen will. Doch, ich weiß es. Ich will euch sagen, lebt euer Leben so, wie ihr das gern hättet. Und man kann sich so viele Sachen einfach... Es muss nicht alles wie im Film sein. Dein Leben kann sein wie im Film. Ich sitze hier wie in so einer französischen, in so einem französischen Film und lese meinen Platz und trinke hier und das Licht kommt von hinten auf mich und die Kerzen brennen und ich gehe dann ins Bett schlafen und hab morgen Ballett. Es ist einfach so, du hast so die Möglichkeit, dein Leben selbst zu gestalten. Das finde ich eine so große Power, die wir haben. Und alles, was wir machen können, um unser Leben so schön wie möglich zu machen, das sollten wir auch nutzen, weil das Leben ist kurz und es kann so schnell vorbei sein. Deswegen, jeder Tag zählt irgendwie und weiß ich nicht, mach das immer so, wie du dich gut fühlst. Hier in dem Artikel geht es zum Beispiel gerade darum, es geht um Alkohol und wie schlecht oder gut Alkohol ist und die ganzen Mythen darum. Und was ich jetzt in Leipzig auch wieder festgestellt habe, so Alkohol ist immer so ein ganz großes Thema, gerade bei uns jungen Leuten. Alle konsumieren irgendwie Alkohol, vor allem wenn sie zusammen sind. Und ich fühle mich aber total schlecht immer dabei. Mir geht es nicht gut und ich habe immer ja gesagt. Aber das will ich einfach nicht mehr machen. Und dieses Wochenende habe ich bewusst immer nein gesagt. Mir auch keinen gekauft, es auch nicht probiert, weil ich einfach endlich mal nein sagen wollte und... Ist auch egal, was die anderen denken. Und auf sowas sollte man sich beruhen. Einfach selbstbewusst zu sein und für sich einzustehen. Mir doch egal, was die von mir denken. Hauptsache, ich bin gesund und fühle mich gut. Und siehe da, sie dachten nichts Schlimmes von mir. Ich glaube, sie haben gar nichts sich dabei gedacht, als ich da mit meinem Tee stand. Ich weiß, manchmal ist man auch einfach traurig und gewisse Erlebnisse im Leben prägen einen, aber in 99% der Fälle hilft dir, negativ zu denken, gar nicht. Ich habe immer das Beispiel jetzt, als ich in Dresden war und ich wollte mit meiner Mama nochmal in die Stadt Weihnachtsgeschenke kaufen. Wir waren noch zu Hause am Frühstückstisch und meine Mama hat schon gesagt, oh, die Parkplatzsuche. Wir finden heute keinen Parkplatz. Und ich so, Mama, wir sind noch nicht mal in der Situation, dass wir einen Parkplatz suchen müssten. Und du hast schon wieder negative Gedanken darüber. Das ist Zeitverschwendung. Mach dir doch die Sorgen, wenn es soweit ist. Und was war am Ende? Keine Parkplatzsuchprobleme, haben sofort einen gefunden. Perfekte Lage, alles fein. Aber vorher so eine gewisse Angst schüren und so eine... Ich sehe das so als negative Wolke und ich mag das nicht. Das macht mich fertig, dass Leute schon Angst haben. Ich meine, das ist ja auch die Essenz von Angst, dass sie da ist, bevor irgendwas da ist. Aber versteht ihr, was ich sagen wollte? Meistens ist es einfach sinnlos. Und oft beruht das ja auch auf Erfahrungen, die man gemacht hat. Aber
Dinge können sich so schnell ändern. Situationen können sich so schnell ändern. Und jeder Tag ist ein Neuanfang. Und selbst aus negativen Situationen kann man immer was Positives rausholen. Ich weiß nicht, ich bin so ein großer Verfechter des Optimismus und der Positivität einfach. Aber auch, weil es mir gut damit geht. Vielleicht ist das einfach mein Ding des Lebens und ich will, dass das bei euch auch so ist, aber vielleicht ist es bei euch gar nicht so und euch geht es viel besser als Pessimist. Wer weiß. Die Kamera blinkt, ich habe jetzt schon wieder 6 Minuten geredet. Ich sage Tschüss für heute Abend, lese jetzt noch ein bisschen, lese dann auch mein Buch im Bett. Und ich habe letztens noch die Serie You angefangen. Habt ihr die auch geschaut? Ich habe erst 2 Folgen geschaut. Es ist ein bisschen creepy bei Netflix, aber ich schaue noch mal weiter. Und Druck, irgendwie kommt keine neue Druckfolge raus, warte ich auch schon seit Ewigkeiten. Obsessed. Und ja, übrigens, bevor ich es vergesse, mir fällt es gerade noch mal ein. Es kommen jetzt immer mal Kommentare so nach dem Motto, wie viel Werbung willst du noch schalten? Es ist so viel Werbung, blablabla. Ich habe leider keinen Einfluss darauf, wie viel Werbung geschaltet wird. Ich kann nur, ja, Werbung anklicken. Und dass bei mir viel Werbung kommt, liegt daran, dass meine Videos lang sind. Macht ja auch Sinn. Und je länger das Video, desto mehr Werbung. Ich weiß nicht, ob ich dadurch mehr Geld verdiene. Würde eigentlich auch Sinn machen. Aber ich verdiene jetzt nicht utopisch viel. Von daher, don't know. Also wisset, es ist nicht meine Geldsucht, die das macht, sondern die langen Videos. Und viele von euch mögen ja die langen Videos. Wobei ihr mir mal sagen müsst, ob es euch lieber wäre, sie wären shorter. Da gibt es immer die und die Sympathisanten. Letztendlich mache ich es einfach immer so, wie es natürlich ist und wie es kommt. Bis morgen. Guten Morgen, liebe Freunde des Ganzen. Wie spät haben wir es denn überhaupt? Kurz vor 10? 10 vor 10. Ich bin um 8 aufgestanden. Ich schlafe immer zu lange. Ich muss mir jetzt mal den Wecker früher stellen, weil ich bin schon früher im Halbschlaf. Aber ich denke dann immer noch, es ist bestimmt erst um 5. Und dann habe ich immer noch Albträume. Ist irgendwie doof. Klavier fällt heute aus, weil mein Klavierlehrer zu viel zu tun hatte, aber das ist nicht schlimm, ich bin eben nicht böse, da spare ich ja auch 15 Euro. Und ich habe dann jetzt einfach noch ein bisschen länger Zeit, produktiv zu sein. Und ich habe dann später um 13 Uhr ein Interview wieder, so ein nachhaltiges Interview mit einem Bio-Großhandel. Das ist der Plan for today. Ihr Lieben, es ist schön, YouTuber zu sein, aber es ist auch schlimm. So viel zu meinen heutigen Struggles an der Bürokratiefront. Das macht mir gerade ein bisschen schlecht Laune, aber ich lasse mich nicht unterkriegen. Bis jetzt ist alles gut gegangen, aber es gibt mir so das innere Zeichen, du musst jetzt mal was bewegen. Ich mache mir jetzt meine Suppe von gestern warm. Esse die und ein bisschen Obst und dann geht es auch schon in einer halben Stunde los zu diesem Interview. Da fahre ich erstmal durch halb Erfurt. 40 Minuten brauche ich da und das ist für Erfurt eine sehr lange Zeit. 20 Minuten, die ich zur Uni brauche, sind schon lang. 40 Minuten ist noch länger. Aber ich glaube, es wird gut. Oh, das riecht aber nach Knoblauch. Yummy. Leute, ich bin wieder da. Der Heizungsmann ist gerade da. Sie sind in der Wohnung gegenüber zugange, wo der gerade ausgezogen ist. Und ich so, sind Sie gerade gegenüber? Können Sie mir helfen, meine Heizung zu entlüften? Und dann meinte ich zu ihm, ich weiß, ich könnte das auch selbst machen, lieber Bewerbung. Nein. Nein, bloß nicht. Das darf man nicht machen. Dann hat er die Gründe genannt, die ich euch jetzt nicht wiedergeben kann. Weil das viele von euch mir gesagt haben, dass ich das auch selber machen kann. Ist ja von euch lieb gemeint, kann man sicher, kann auch immer gut gehen, aber da gibt es irgendwie viel zu beachten. Und jetzt macht er das gerade und dann gehen meine Heizungen hoffentlich jetzt immer besser. Oh, ich habe Gedanken, die muss ich mit euch teilen. Ich habe einen Haul zu machen, weil ich ein Paket von Ocker und Rot bekommen habe. Und ich weiß nicht genau, was drin ist. Also ich habe es mir zwar, glaube ich, alles rausgesucht, aber ich habe es gerade nicht mehr. Ist schon länger, ja. Und dann bekomme ich gleich einen Anruf von meinem Ex-Chef. Ich hatte ja 2 Chefs. Der eine ist jetzt nicht mehr in der Firma, aber der hatte irgendwie ein anderes Projekt, wozu er mit mir reden wollte. Was ich sagen wollte, sage ich euch jetzt gleich, wenn ich mir mein Essen geholt habe. Mich sollte man sich nicht zu Feinden machen. Wirklich nicht. Ich
mit den allermeisten Leuten so gut gestellt. Ich habe so viele Netzwerke und Kontakte, weil ich einfach ein freundlicher Mensch bin. Ein guter Mensch, und das lohnt sich im Leben. Also wenn du mich verfallen hast, nicht geil. Ich hatte mal Feinde, könnte man sagen, im Gymnasium. Die Leute, die sich auch mein Gesicht, meine Visage auf T-Shirts haben drucken lassen, die waren dann für mich gestorben. Also im Sinne von, ich habe die jetzt nicht schlecht gemacht oder irgendwas, aber ich habe einfach mit denen nichts mehr zu tun gehabt. Die waren für mich nicht am Leben, die waren für mich tot. Ich habe sie ignoriert. Für mich der beste Weg, damit klarzukommen. Kill them with kindness. Weil ich will ja denen auch, wer nicht auf den Niveau hinab und die irgendwie belästern. 2 Jahre später ist der eine, der Anführer, würde ich sagen, zu mir gekommen und hat sich entschuldigt für alles, was er gemacht hat. Und das habe ich akzeptiert, weil es war sehr nett. Und jetzt, weiß nicht, was er jetzt macht, aber habe keinen Hass ihm gegenüber mehr. Das war aber auch der einzige von der Gruppe, der sich entschuldigt hat. Wie auch immer, manchmal kann man solchen Leuten nicht aus dem Weg gehen. Mit denen war ich auch in der Schule. Mit manchen arbeitet man halt in gewissen Projekten für ein Semester zusammen. Bei sowas lasse ich mich nicht unterbuttern. Manche Leute sind einfach so negativ und denken, sie sind so toll. Und alles, was sie sagen, ist so konstruktiv, aber sie sind genau das Gegenteil. Sie sind einfach nur schlecht. Sie wollen einfach nur Unbehagen stiften. Und manche Leute sind da sehr erfolgreich drin. Leider arbeite ich gerade mit so einem Menschen zusammen. Könnt ihr euch ja vielleicht denken. Sein Satz heute. Lol, wenn er das jetzt sieht. Mir auch egal. Weil er hat heute gesagt, den Satz gesagt, würdest du dich ernsthaft als Influencer bezeichnen? Und ich so. Ihr kennt ja meine Meinung dazu. Ich bin ja der Meinung, jeder ist ein Influencer. I'm sorry, ich habe ein Magazin gegründet, auf dem jeder zum Influencer wird, weil jeder Texte schreibt, mit denen der andere beeinflusst. Und ich selber habe einen YouTube-Kanal mit 17.500 Followern. Eh, toi, was hast du? Nichts außer Flausen im Kopf, mit denen du mich runtermachst. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was er macht. Ich weiß nicht, was er erlebt hat. Ich weiß nicht, was ihn so kalt gemacht hat, wie er jetzt ist. Es tut mir leid für ihn. Und ich habe dann die ganze Zeit... Look what you made me do. Look what you made me do gehört. Und if a man talks crap, then I want a bit. Und this is why we can't have nice things. Und jetzt geht's mir besser. Sowas macht einen stark. Mich haben immer die negativen Sachen stark gemacht. Die positiven auch. Aber vor allem auch die Leute, die dir immer Steine in den Weg legen. Jetzt aber zu den positiven Sachen. Ich wollte euch noch sagen, lasst euch von negativen Leuten nicht unterkriegen. Das ist ungefähr so die schlimmste Spezies, die es gibt im Leben. Wir sind doch auf dieser Welt, um uns zu unterstützen. Nicht um, naja. Cooles Paket von der Windelmanufaktur, / von Ocker und Rot. Übrigens wollte ich mal ein komplettes Video, das habe ich mir vorhin so überlegt, ein komplettes Video darüber machen. Also, nein, ein komplettes Video einfach mal machen, um mich aufregen. Weil ich mache das selten, mich irgendwie negativ äußern oder mich aufregen. Aber natürlich habe ich auch viele Sachen, über die ich mich aufrege. Über die Menschheit vor allem. Und hätte ich da mal Bock, so ein kleines Rant-Video. Was denkt Nora eigentlich über die Welt? Weil ich bin ja ziemlich viel nett einfach nur. Selbst über negative Kommentare. Ich ziehe da nicht groß drüber her. Ich reg mich manchmal auf, aber ich glaube, es wäre mal interessant für euch zu sehen, wie ich wirklich denke. Ui, das ist aber groß. Größer, als ich gedacht habe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich freue mich über das Paket. Das ist ein Wetbag. Da kommen dreckige Slip-Einlagen rein. Oder auch andere dreckige Wäsche. Geil. Dann habe ich eine neue Menstruationstasse. Weil alle meinten zu mir, das heißt alle. Aber Leute, die auch Menstruationstassen kennen, beziehungsweise die Deutsche aus der Firma, meinten, ja, sie haben es da rumprobiert und da gibt es verschiedene gute. Und jetzt probiere ich mal diese hier aus.
ob die besser als meine ist, weil meine bloppt manchmal nicht so richtig. Ich habe die von Organicup heißt meine. Ich probiere mal aus und schaue, welche mir besser gefällt. Dann, das gehört nicht zu Von Ocker und Rot, sondern zu der Windelmanufaktur. Und ich habe gesehen, dass die Taschentücher haben. Stofftaschentücher. Wie schön sind die bitte? Geil! Und wie schön ist dieses Band? Oh, ich lieb's. Die sind so schön. Ein Prospekt. Ich leg die jetzt mal unten raus. Weil ich kenne die Sachen ja schon, aber die Uni, Leute in der Uni haben es noch nicht. Oh, eine kleine Karte. Du bist Zucker. Liebe Nora, viel Freude mit allen den Produkten. Liebe Grüße, Fabiane. Jetzt kommt the real deal, liebe Freunde. Die Slipper hin. Ich lieb's. Wofür ich das übrigens alles kostenlos bekomme, Hashtag Werbung, ist, weil ich für Von Ocker und Rot Beiträge schreibe. Und sobald die online sind, verlinke ich die auch euch mal. Zum Thema rund um die Periode. Also, diese drei. Ich mag eher die schlichten Designs, wie ihr vielleicht seht. Einmal eine ganz schwarze, einmal eine ganz weiße, einmal eine rosane. Und das sind alles auch die gleichen Größen. Und jetzt komme ich tatsächlich eine Woche hin ohne eine Slip-Einlage. Vorher habe ich immer noch mal zwei Slip-Einlagen oder so gebraucht, weil ich nur drei, glaube ich, hatte. Jetzt habe ich genug. Ich freue mich, Leute. Ich wollte euch meinen Eindruck zeigen. Super, aber heute habe ich sie schön angerichtet. Und ein kleiner Salat. Mit dem, was bei Etepetete dabei war. Und dazu gibt es wie immer schöne Brautkleider. Weißt du? Okay. Keine Ahnung. Ich bezweifle auch bei dir, dass du da jetzt schon, ganz ehrlich, weißt du, also das ist ein Witz, ja? So, okay. Wir reden hier von... Gerade noch eine Weile mit meinem Ex-Chef geredet. Der wollte wissen, ob jemand aus Berlin ihm bei was helfen kann oder ob ich jemanden kenne. Ich habe natürlich die Luha genannt. Mal sehen, ob das was wird. Und er hat mir außerdem die Angst vor dem ganzen Bürokratiekram genommen. Und ja, ich mag ihn sehr. Er ist sehr nett. Jetzt gehe ich zum Tanzen. Bis dann. Ich bin zurück. Let me stop the music. Ich habe festgestellt, dass mein Lieblingsschlafanzug perfekt zu dieser Schlafanzughose passt, die ich schon hatte. It's life goes. Und bei mir in der Wohnung ist es jetzt danke dieser Entlüftungsaktion. So warm. Love it. Aber nächste Woche startet mein fortgeschrittener Kurs immer donnerstags und am Wochenende. Love it. Jetzt habe ich gerade noch auf dem Weg mit meiner Mama telefoniert. Vorhin habe ich noch mit meinem Bruder geschrieben. Denen geht's richtig gut. Ich freue mich, wenn es den Leuten gut geht in meiner Family und überhaupt allen um mich rum. Das tut so gut. Und jetzt kommt mein Freund in einer halben Stunde oder so. Ich trinke einen Tee. Schaue noch ein bisschen zwischen tollen Tränen. Und dann ist der Abend vorbei. Also sehen wir uns morgen. Dann wirst du glücklich. Und heute gibt es Grapefruit zum Frühstück. Siehst du? Hallo Leute, das erste Mal, dass ich mit euch heute rede, es ist schon 15.43 Uhr. Wow. Wir haben heute gefrühstückt, dann bin ich schnell los zu meinem Seminar. Wir haben einen Film geschaut, dann war ich in der Mensa, war da auch ziemlich lange. Das war die Ellie da und die Chelsea. Und dann war ich noch ein bisschen alleine und dann musste ich auch schon los, nämlich zum Interview.
was heißt unserem Interview, die eine konnte nicht mit. Deswegen war ich heute bei dem Interview allein und es war sehr schön. Sie war richtig so positiv und meinte, wir können da, also sie hatte so eine bisschen andere Idee, was wir machen. Und ich bin aber ganz ihrer Meinung und werde das auch morgen. Morgen treffe ich mich sozusagen mit dem Chef des Ganzen, könnte man Chef sagen, wahrscheinlich mit dem Anführer oder, ja, man kann schon den Chef sagen. Das war wegen einer anderen Sache, aber dem werde ich das mal so rüberbringen, dass sie das so gesagt hat. Und also es war auf jeden Fall sehr gut und ich habe wieder ein kleines neues Bio-Kaffee entdeckt und ich habe mich zurückgehalten, keinen veganen Muffin gegessen, aber eine vegane heiße Schokolade, auf die sie mich am Ende eingeladen hat, ist für eines sehr schön. Jetzt bin ich gerade nach Hause und in einer halben Stunde telefoniere ich mit meinem Chef, so viele Chefs diese Woche, und bis dahin mache ich mir erstmal einen Tee und chill und schaue zwischen Tüll und Tränen oder so und esse ein bisschen Obst. Das ist so mein Plan für heute. Und diese Hose ist so eng, liebe Freunde. Und ich hatte echt, weiß ich nicht, im Moment ist mein Bauch, ich glaube, es ist auch ein bisschen, weil viel los ist. Stress macht ja auch immer was mit deinem Körper und deinem Darm. Bin ziemlich voll. Deswegen ziehe ich die jetzt aus. Tja, also mein Chef, es ist jetzt 18 Uhr, mein Chef war bei uns in der Telco und konnte nicht und hat immer noch nicht angerufen. Ich habe jetzt gelesen und Videos geschaut und ich habe ja ein neues Notizbuch. Let me show you. Ich habe dieses Notizbuch von Mama bekommen in ihrer Adventsüberraschungsbox. Habe da einen Aufkleber von Jette Farina drauf gemacht. Ob du da bist? Nein, falsch. Und ob du da bist oder nicht, ich tanze für dich. Anyway, was ich jetzt gemacht habe, ist, alle einzelnen Sachen in Farben zu markieren, damit ich, weil hier kommt alles rein, alles, was ich denke, rein. Oder was ich halt festhalten will. Dann habe ich das jetzt untergliedert in Uni und Arbeit, YouTube, TND und Privat und anderes. Und die Überschriften werden dann immer mit Farben markiert. Yay! Also falls ihr Inspiration für eure Heftgestaltung braucht, ja. Da habe ich jetzt gerade den Flutter zu Ende gelesen. Ich bin echt gut dabei beim Lesen im Moment. War ja auch ein großer Vorsatz und es klappt. Muss einfach dranbleiben. Jetzt mache ich Yoga, dann mache ich Essen. Das hier sieht vielleicht für euch nicht lecker aus gerade und geil aus. Aber ich freue mich jetzt mega drauf. Also es ist ein kleiner Kartoffelsalat. Mit roher Zucchini und roher Tomate, also alles roh. Gurke und Karotten. Und das Dressing ist aus Tahini, also Sesammus und Sojasauce und Olivenöl und Zitrone. Und let's dig in. Also, ich hatte Bock auf Kekse. Und so auf so Kekse, die ich mit Emina mal gebacken habe. Heute ist ihr großer Tag. Heute ist das Lady Gaga Konzert in Las Vegas. Ich die jetzt gebacken und die sind mega lecker. Ich verlinke euch das Rezept von Delicious Ella, wenn ich es finde, meine Infobox. Aber da ist einfach drin Haferflocken, Mehl, Ahornsirup, ein bisschen Backpulver, ein bisschen Kakao, Kokosnussöl, das war's. Chocolate Chunks wären gut, aber ich mache mir jetzt einfach noch Schokoaufstrich drauf. Guten Morgen. Breakfast of Champions. Ich habe eine Mango. Hatte ich ewig nicht mehr. Ein Smoothie. Und einen schwarzen Tee. Und schau die Tagesthemen der Tagesschau. Yay. Und mein Ding geht endlich wieder. Das hat manchmal so Macken. Aber gerade geht's und es ist schön, weil das so gemütliches Licht macht. Yay. So, ihr Lieben. Ich sehe ein bisschen aus wie Schneewittchen heute. Ich habe heute mal meine Haare geklettet, weil ich schneide sie jetzt die Tage wieder kurz. Und wollte sie noch mal glätten. Und I like it. Auch wenn es draußen schneit, aber hoffentlich ist es nicht allzu nass, dass die sich gleich wieder wellen. Mein größtes Problem, ihr wisst, mein Hügel. Diese Kahlstelle, man sieht die immer und ich, I hate it. Nee, man darf nichts hassen außer den Krieg. Ich hatte einen richtig entspannten Morgen jetzt.
Und jetzt gehe ich zur Kreativwerkstatt. Das hat relativ neu, glaube ich, aufgemacht hier in Erfurt. Das ist ganz in der Nähe von der Uni. Und da treffe ich mich mit einem Mann, der ganz viel mit Nachhaltigkeit macht. Was ist hier auf der Linse? Naja, jedenfalls treffe ich mich mit dem und wir reden über ein Projekt. Bis später. Hey, ihr Lieben, ich packe mal meinen Einkauf aus, während ich mit euch spreche. Fuck me. Das war jetzt alles sehr erfolgreich. Was heißt alles? Ich war bei diesem Gespräch und wir haben so ein bisschen brainstormt, was man denn machen könnte. Und ich habe da gute Ideen. Bald werdet ihr mehr davon sehen. Das ist zwar auch ein ziemlicher Aufwand, aber es ist auch ziemlich geil und für eine gute Sache. Und es hat Spaß gemacht und es war auch schön, in dieser Kreativtankstelle heißt das, zu sein. Dann war ich noch bei Alnatura, weil Dens kein Backpapier hat. Habe ich mir das hier geholt, ungebleicht und kompostierbar. Kein Haften, kein Kleben. Ich weiß, es gibt diese Zero Waste Backpapier-Sache, wo du das einfach nur drauf legst zum Abwischen. Das hole ich mir auch nach dem. Ein Olivenöl und Süßkartoffeln und Kartoffeln und Kürbis. Einen neuen Concealer, diesmal einen von Benecos. Aus Glas. Light. Mach jetzt meinen alten, aber erst noch alle, obviously. Dann habe ich aus Versehen nach Roggenmehl statt nach Dinkelmehl gegriffen. Aber naja, nicht so schlimm, trotzdem gesund. Ich war nämlich, während ich einkaufen war, habe ich telefoniert. Mit einer alten Bekannten, sage ich jetzt mal dazu. Ich war sehr nett mit ihr. Und dann war ich noch beim sogenannten Kremerloft. Und habe besprochen, ob wir da eine Adresse, also einen Briefkasten haben können. Hier mir, beziehungsweise auch für mich als YouTuberin. Und ja, das geht. Und die waren sehr nett. Und es ist echt cool, da so eine coole Startup-Atmosphäre dort. Und ich werde jetzt mich gleich mal ransetzen und Ela alles schicken, was sie dafür braucht. Und dann können wir uns endlich gründen, beziehungsweise ich meinen YouTube-Kanal. Und heute Abend gibt es Süßkartoffeln und Kürbis, wie ihr seht. Oder auch nicht. Aber hatte ich nicht mehr da. Habe ich jetzt mal eingekauft. Cool! So, jetzt habe ich mir Mittag gemacht. Es gibt sozusagen dasselbe von gestern, bloß heute ist noch Paprika drin. Leute, wenn ihr euch Salate macht, das Dressing ist wirklich alles. Dressing hat bei Salaten, finde ich, immer eine große Auswirkung, aber es ist auch schön, so den richtigen Geschmack von Obst oder Gemüse zu schmecken. Also Obst braucht ja sowieso kein Dressing. Aber bei Gemüse denkt man immer, es schmeckt nach nichts, aber eigentlich schmeckt es nach so viel. Man hat es bloß verlernt, weil man so salzsüchtig ist. Und ich versuche jetzt im Moment ein bisschen salzarmer zu essen, auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch gut was geschafft bekommen. Und werde jetzt sogar noch mein Video für nächsten Mittwoch drehen. Mein Favoritenvideo, was ich jetzt immer anders nenne. Seid gespannt. Weil ich mir dachte, Favoriten und Gerede ist irgendwie so langweilig. Ich nenne es anders. Ich habe gerade ein kleines Nickerchen gemacht. Habe jetzt nicht so richtig geschlafen. Aber es gibt dann bei mir immer den Punkt, wo ich mir denke, eigentlich bist du nicht mehr müde. Und dann bin ich auf und dann bin ich so, yay, es geht weiter. Jetzt esse ich, glaube ich, ein kleines Schoko-Toast. Es ist Zeit für meinen Snack und Zeit, das Licht anzumachen. Mal sehen, ob ich heute noch rausgehe. Leute, ich liege doch schon seit Stunden im Bett. Ich hatte jetzt nicht so den geilen Abend. Ich bin irgendwie down, weil ich jetzt zweimal, also gestern und heute, von mittags bis abends alleine zu Hause war. Und das tut nicht so gut und ich wollte das nicht mehr machen. Aber daraus habe ich wieder gelernt, dass ich es nie mehr machen will. Deswegen hat mir das jetzt auch was gegeben. Ich habe eine Doku geguckt, nämlich The True Cost auf Netflix, wo es um die Bekleidungsindustrie geht und Fast Fashion. Bitte guckt euch alle diesen Film an. Bitte. Bitte. Dazu sei gesagt, meine Freundin Anna hat Schuhe, die sie gerne verkaufen würde. Ich blende sie euch hier ein. Die sind Kurse 38 und wie neu. Ich schreibe euch nochmal alle Infos dazu in die Infobox. Falls ihr noch tolle Winterstiefel braucht, sie
möchte die loshaben und das ist ein schöner Weg, weil ich habe zum Beispiel in diesem Film jetzt gerade gelernt, in dieser Doku, dass das meiste, was wir spenden, irgendwie in Kleiderspenden oder so, gar nicht verkauft wird in diesen Läden, sondern einfach als Kleidungsabfall in Entwicklungsländern landet und ja, genauso umweltschädlich letztendlich ist wie Plastik. Also überlebt jetzt vielleicht nicht 500 Jahre da, aber kann ja genauso, weil es aus chemischen Stoffen teilweise ist, nicht verrotten. Und deswegen lieber auf dem direkten Wege Mode kaufen, von der man, oder Mode weitergeben, von der man weiß, dass sie einen neuen Besitzer hat. Und ansonsten bin ich gerade so, ich habe ganz viele neue Fair Fashion Brands entdeckt und bin ganz hin und weg von der Mode, aber ist auch alles so teuer. Und Secondhand ist trotzdem besser, aber da gibt es Konzepte, die finde ich mega, mega gut. Kann ich ja nochmal ein komplettes Video drüber machen, wenn euch das interessiert. Ich bin auf jeden Fall pumped. Jetzt aber erstmal gute Nacht. Ich lese jetzt noch ein bisschen. Und morgen schalte ich einen Vlog, aber ich sag morgen nochmal richtig Tschüss. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich will euch eigentlich nur Tschüss sagen, da ich mich jetzt daran setze, den Vlog zu schneiden. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich glaube, ich fange Montag wieder an zu vloggen. Ich habe dieses Wochenende richtig viel Uni-Stuff zu tun, aber nicht nur das, es gibt immer was zu tun. Aber treffe mich heute zum Beispiel mit Chelsea und komme auch mal raus und das tut gut. So viel zum Thema. Wir sehen uns am Mittwoch mit meinem Favoritenvideo und ja, danke fürs Zusehen. Bis dahin.